Alles aus bei Valentina Doronina und Ken Kaplan. Der Unternehmer hat nicht nur sein Instagram-Profil gelöscht, sondern auch die Reality-TV-Kandidatin machte eine vielsagende Andeutung. Valentina Doronina, Trennung von Ken Kaplan, Instagram-Account gelöscht, ist zwischen Valentina Doronina, 23, und Ken Kaplan, 26, etwa alles aus und vorbei. Erst vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass es zwischen dem einstigen Sommerhaus der Stars Paar kriseln könnte, doch die beiden rauften sich schließlich wieder zusammen. Nun sieht die Lage aber möglicherweise etwas anders aus, denn Ken hat offenbar seinen Instagram-Account deaktiviert. Zur Erinnerung, noch während der gemeinsamen Teilnahme am Sommerhaus hatte die Blondine erklärt, dass der 26-Jährige im Falle einer Trennung einen Account löschen müsse. Ist das nun möglicherweise der Fall? Valentina löscht gemeinsame Bilder, neuer Lebensabschnitt. Bei einem Blick auf den Account von Valentina Doronina fällt zumindest auch auf, dass die Blondine nahezu alle gemeinsamen Bilder und Videos mit Ken Kaplan gelöscht zu haben scheint. Außerdem teilte sie ein Video, zu dem sie schrieb: "Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt." Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Auch Valentinas Follower haben den bösen Verdacht, dass sie und Ken Kaplan sich nun offiziell getrennt haben. Ich vermute ganz stark die Trennung. Von ihm fehlt jede Spur. Die Bilder sind ja auch alle vom Profil gelöscht. Trennung, hat sich da etwa jemand getrennt? Oder habt ihr euch getrennt, da Ken ja auch kein Instagram mehr hat? Ist unter dem Video zu lesen. Wieder andere glauben hingegen, dass Valentina Doronina und Ken Kaplan mit Absicht Gerüchte um ein Liebesaus streuen könnten. Ach, geht das wieder los mit Gerüchteküche-Anzeigen? Wahrscheinlich ist bald Dreh für Temptation Island und da bereitet man schon mal die Öffentlichkeit drauf vor, spekuliert ein User. Naja, dafür sollte man eher nicht getrennt sein, argumentierte ein anderer zu der Vermutung, und Valentina versah diesen Kommentar mit einem Like.